As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, Folge 18, hier auf Game Inc. und sonst durchgenudelt. Mark of the Ninja, Martin ist mein Name, und wir sind auf dem Weg in die Katakomben. Bin mal gespannt, wie lange es noch bis dorthin dauert. Doch zunächst gehen wir durch eine Tür. Schleichen uns geschickt heran. Präventiv wollte ich schon hochspringen an die Wand. Nicht, dass der da plötzlich reinkommt. So. Jetzt warten wir, bis der da etwas Abstand genommen hat. Und ab geht's nach oben. Und dann schnappen wir ihn auf diesem Wege. Das möchte ich doch auch mal gerne machen. Et voilà. Da hängt er. Wir müssen nicht mal die Lichter ausmachen. Was ist denn das da oben? Okay, das scheint ein Grafikfehler zu sein. Oder? Nanu. Klar, wie könnten wir die denn effektiv erledigen? Man könnte ja wahrscheinlich von oben kommen. Den da müsste man zuerst erledigen. Dann wollen wir das doch mal probieren. Oder man nimmt die Lichter hier. Ich weiß nicht, da schießt ja diese Leuchtgranaten. Eieiei. Ah, lassen wir es drauf ankommen. Er hat das jetzt auf jeden Fall mitgekriegt. Machen wir die Tür zu. Es kommt nur einer, sieh an. Na, kriege ich dich noch, kriege ich dich noch? Ja. Okay, dann war das ja doch nicht so schwer wie gedacht. Moment, kann ich den jetzt anlocken mit einem Toten? Ich weiß nicht, wie man jemanden mit einem Toten anlocken soll. Ich meine, der löst dann den Alarm aus. Oder haben wir das jetzt geschafft? Nein. Weil reagieren tut er ja schon. Also gut, dann holen wir uns dich auch noch, bevor du die da unten entdeckst. Das wäre nämlich nicht so gut. Dann noch einmal oben rum. Haben wir ja im Grunde Glück gehabt, dass wir dann nicht vorher schon runtergesprungen sind. Oh nee, muss ich jetzt den ganzen Weg hier rumlaufen oder was? Komme ich da überhaupt hin? Nein, komme ich gar nicht. Na, mit dem Sprung ist man auch nicht gerade schneller. Dann rennen wir da jetzt rein und erledigen den. Auf dem Weg. Da rutscht er mir doch weg. Hey, das kann ja nicht sein. Zapalot. Das sind eine ganze Menge Leichen, die ich hier hinterlasse. Und die kann ich allesamt nicht verstecken. Ah ja, da haben wir wieder eine dieser Statuen oder was ist das? Und auch noch gleich zwei Kisten. Was ist denn da verschlossen? Das ist doch ein Tuch. Sieh an. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Skelett. Das da in einer Rüstung gekleidet ist. Ist
Ist ein bisschen eigenartig, dass ich das öffnen soll und dafür Punkte kriege. Wunderbar. So. Dann auch ab nach unten. Wie ein Gummiball. Oh, da wird es aber gleich sehr düster. Was ist das denn? Die Katakomben. Jetzt nehme ich an, muss ich langsam anfangen, unentdeckt zu bleiben. Ich weiß nicht, ob man sich da drin verstecken will. There's something wrong with the air down here. When you see that foul color, move fast and try not to breathe. Alles klar, da drin verstecken ist also nicht schlau. Aber uns strammen Burschen hier, das hält uns nicht davon ab. Na, na? Töte geräuschlos alle Wachen in den Katakomben. Alles klar. Den stört es ja wahrscheinlich nicht mehr. So, ich gehe hier auf Nummer sicher. Ah, das ist schon schön gelöst hier mit dem ganzen Umschleichen und den Möglichkeiten, die man da hat. Das muss man schon mal echt sagen. Was ist hier los? Spiel. Bleib nicht hängen. Nicht, dass wir noch enden wie der hier. Oder der da. Und warum ist das rot? Stürzt es ein? Ich kann auch klettern. Sieh an, da haben wir etwas zum Einsammeln. Dann festhalten. Okay, das ist nicht der Weg dorthin. Das ist der Weg. So. Und da geht's auch noch weiter. Zu einer Nebenquest, sieh an. Die sind ja überall versteckt. Dann wollen wir mal. Okay. Sind das da unten? Das sind da unten Dornen. Schicksalshaufen. Kratze die Schichten ab, um das zu. Ach, da war ich zu langsam. Aber immerhin müssen wir hier keine Gegner fürchten. Eigentlich könnte ich da jetzt. Wäre dieser Laser hier unten nicht, könnte ich da fast. Und der hier nicht, könnte ich da eigentlich direkt. Durchfallen. Kann ich da irgendeinen dieser Generatoren treffen? Das bringt nichts, nicht wahr? Nein. Nutzen wir doch mal unsere Fähigkeit. Da ist ein Generator, die sind ja alle rundherum verteilt. Aber ich komme ja an keinen ran. Was ist das denn? Ich würde gerne einen treffen. Ah, okay, ich verstehe. Wollen wir noch mal gucken. Du hier machst unten welche aus. Wer speist dich?
Das scheint der von oben zu sein. Okay. Die nebenbei in der Mitte. Der da oben auch. Der unten auch. Jetzt hätte ich jetzt gedacht, ich lasse mich hier fallen. Mache den hier im Flug kaputt. Und fall einfach durch. Und dann muss ich natürlich hier noch einmal halten. Aber das ist eigentlich die einzige Lösung, die mir realistisch erscheint. Weil ich komme an die Oberen nicht ran. Dann probieren wir das doch. Also. Na Moment, ich kann mich doch auch abseilen. Ah. Da muss ich mich nicht gleich fallen lassen. Und ich habe natürlich... Ich habe die Pfeile nicht ausgewählt gehabt. Kann das sein? Aber die da oben treffe ich trotzdem nicht. Okay. Och, Mann, ey. Schlau wie eh und je. Gut, da ist immer noch dieses Problem vorhanden. Mit dem in der Mitte. Wie komme ich da denn jetzt weiter? Ah, sieh an. Okay. Alles klar. Ein bisschen um die Ecke gedacht. Okay. So rum nicht. Eher so. Nein. Springen wir einmal. Schnappen wir dich. Da klickt man lieber ein, zweimal mehr. Jetzt, wo wir es können, nutzen wir es auch. Dass man kein Risiko eingehen. Und aus dem abgeseilten Zustand kann ich mich auch fortbewegen. Ach, den habe ich schon. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich den noch nicht gemacht habe. Gut, dann geht's hier weiter. Das ist ja cool. Finde ich sehr gelungen. Ist nicht immer das Gleiche, was man hier erfährt. Ich nehme an, ich muss hier einen großen Sprung machen. Knapp, knapp. Doch, das gefällt mir hier gerade sehr gut. So, jetzt haben wir noch die zwei hier unten. Aber wie es aussieht, keine Generatoren mehr. Vielleicht. Nein, Moment. So. Kann ich dich so einsammeln? Tatsächlich. Ja, sehr nice. Sehr nice. Das war ein cooler Nebenquest. I do not fear death. But with the leisure of choice, it loses its charm. Verliert er seinen Reiz durch die Muse der Auswahl nach. Da weiß ich aber nicht, ob wir gleicher Meinung sind. Geht das hier jetzt weiter? Wir haben hier alles abgecast und haben noch den Gang hier unten entlang, nicht zu vergessen. Der wird wohl seine Berechtigung haben. Genau. Weil wir wollen hier unentdeckt bleiben. So. Und auch die Augen aufhalten nach Ratten
Nicht, dass die hier den Alarm auslösen. Wundert mich aber auch ein bisschen, dass die hier etwa keine Laserstrahlen drin haben. Oder Bewegungssensoren oder ähnliches. Ach, du schon wieder. Ich meine, der Gegner hier, der ist ja nicht gerade ein Kleinkrimineller und sowas. Na, ich schließe mich dir noch nicht an. Ich möchte erstmal gucken, wo es hier lang geht. Alles klar, da kommen wir nicht weiter. Und an den da kommen wir auch nicht ran. Der scheint sich nämlich nicht fortzubewegen. Naja, irgendwo steht er halt. Aber wir würden das hier hinführen. Das wäre einfach ein anderer Weg, um hierher zu kommen. Aber ich müsste den Typen ja erledigen. Ach man, verdammt. Wie kriege ich den denn jetzt erledigt? Unbemerkt. Will noch mal auf sicher, mal sicher gehen, gucken, ob der sich nicht doch fortbewegt. Das heißt unbemerkt oder unentdeckt? Geräuschlos. Okay, das ist auch eine Art, das zu formulieren. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich von hinten hier noch mal herkommen kann. Wenn ich ihn jetzt anlocke, dann bin ich ja nicht mehr geräuschlos. Ach man, nee. Lassen wir es halt drauf ankommen, bevor wir alles nochmal machen müssen. Na, du gehst aber sehr umständlich hier diese Abhänge auf und ab. Also dann eben hier runter. Runter. If we get that hatch open, we can sneak right under the outer walls. Verstehe. Was sucht dieser Klotz hier? Dessen Bedeutung ist mir noch nicht ganz klar. Ach so, okay. Okay. Nein, nein, du sollst da rein. Das hat schon seine Richtigkeit. Was? Oh. Hier schnappe ich mir gleich. Was setzt denn mit der Karte auf sich? Das scheint abgeschlossen zu sein. Boah, ich dachte, du bleibst noch in der Hocke. Hey. So, wunderbar. Dann haben wir da unten schon mal was deaktiviert. Wenn wir da oben noch etwas deaktiviert kriegen, dann wäre das sehr von Vorteil. Machen wir doch unser Auge wieder. Mhm. Die habe ich offenbar vorhin deaktiviert. Was das genau ist, weiß ich nicht. Okay. Da kann ich mich nur kurzfristig aufhalten, bis wahrscheinlich gar nicht. Das hätte man vorher mal testen sollen, wie weit das in Schaden zieht.
Gut, dann warte ich, bis der sich hier jetzt umdreht und mache meinen Weg nach unten. Wunderbar. Das scheint mir ja alles leicht zu entzünden. Entzünden zu sein. Entzündbar zu sein, meine Fresse. Solange die hier jetzt allesamt weg sind, nutzen wir die Gelegenheit. Okay, wie fügt mir der Schaden zu? Kannst du nicht genau einschätzen. Aber ich glaube, das explodiert gleich. Wie hat denn der das jetzt entdeckt? Genauso habe ich mir das gerade vorgestellt. Ich wollte nicht da oben hinspringen. Wo käme ich da auch hin? So, komm. Schleich dich an, schleich dich an. Wunderbar. 3 von 7. Und da oben ist auch immer noch einer. Ich dich da unten verstecken, ja. Wunderbar, dann machen wir das gleiche mit dir auch. Offenbar neutralisiert dieser Rauch den hier unten. So, da oben werden wir wohl nicht weiterkommen. Also gehen wir unten rum. Ich wollte mich eigentlich nur festhalten, aber okay, wenn du meinst, dass du da gleich runterspringen willst, dann... Ey, du bist der, der hier drauf geht, nicht ich. So, das Ding hier müssen wir aufkriegen. Jetzt nutzen wir das hier doch noch einmal. Da haben wir ein solches Drehrad. Wie viele Stromverbindungen hier? Das halt Sinn. Da komme ich natürlich nicht durch. Das wäre auch zu einfach. Na? Da scheint nichts zu sein. Was hat es denn jetzt mit diesem Roten hier auf sich? Das fällt tatsächlich auseinander. Und das macht auch eine Menge Lärm. Okay, das hätten wir überwunden. Dann geht's hier lang. Kann ich hier oben ranspringen? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Frage ist, ob ich das auch machen will. Ah, sieh an. Langsam, Schritt für Schritt. Und ein Schalter. Nutzen wir nochmal unsere Fähigkeit. Waren wir da schon? Das haben wir eingesammelt, oder? Ja, da waren wir schon. Genau. Jetzt habe ich hier offenbar alles ausgemacht. Wunderbar. Da ist irgendetwas. Gleich 3 Leute. Wahrscheinlich öffnet sich die Tür schlagartig. Dann werden wir uns entsprechend vorbereiten.
Guckt euch das an. Gleich richten sie ihre Taschenlampen alle Richtungen. Unverschämtheit. Wo sind denn die anderen beiden? Die sind ziemlich weit weg. Könnte ich mir den hier holen? Da kommt schon einer zurück. Und der geht auch wieder zurück. Nein, der kommt. Der kommt. Laufen die gleichzeitig aneinander vorbei? Die laufen gleichzeitig aneinander vorbei, alles klar. Dann werde ich wohl einen von denen zuerst erledigen müssen, bevor ich mir den da unter mir hole. Jetzt muss ich da unentdeckt rüberkommen. Der Sprung ist schon ziemlich gut. Gewagt. Ah, eine Chance. Na super. Oh, bitte. Ein bisschen Verwirrung stiften. Kriege ich dich? Oh, warum läufst du denn da runter? Sonst hängt er sich doch immer ran. So viel zum entdeckt und unentdeckt bleiben. Sage mal, ich bin doch in den Katakomben, oder nicht? Finde einen Weg unter der Festung. Öffne den Weg in die Katakomben. Ah, ich bin noch gar nicht da. Ich dachte, ich wäre da schon. Sieht mir ein bisschen auch nach Katakomben aus, oder? Möchte ich mal behaupten. So. Den ersten holen wir uns. Und in dem Moment dreht er sich um, natürlich. Erledigen. Da, wir sind doch schon in den Katakomben. Oder habe ich einen anderen Begriff erledigen von geräuschlos, ein anderes Verständnis dessen? Danke, jetzt ist es der Fall. Erst entdeckt man mich, nicht der Fall, dann entdeckt man mich wieder, jetzt ist es der Fall. Und dann lese ich, öffnet den Weg in die Katakomben. Als ob ich noch nicht dort sei. Leute. Ihr wisst es auch nicht besser, gell? Ihr wisst es auch nicht besser. Und warum der da vorhin runtergefallen ist, ich meine... Hier hält er sich doch jetzt auch fest. Leute. Ich bin jetzt echt... verärgert. Es wird einfach nicht besser. Das nur wegen 900 Punkten. Ich will hoffen, dass wir da schon längst weit drüber hinaus sind, immerhin. Und die Wache da oben? Ja, das hat sich auch erledigt. Da müssen wir auch nicht mehr hochgehen. Jetzt müssen wir noch das Ding da öffnen. Wie mache ich das? Ich sehe schon. Alles nur wegen den Punkten. So gedrückt halten. Genau. Und nochmal. Und nochmal. Wunderbar. So, und bevor wir uns nach unten begeben, wo wir eingangs dachten, oder vielmehr gerade eben dachten, dass wir noch nicht dort wären, obwohl uns die Optik das so deutlich vermittelt, mache ich einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es erneut heißt, Game Inc. mag auf den Hintern durchgenudelt. Abonniert den Kanal, wenn er euch gefällt. Und schaut euch das andere Zeug an, das wir euch bereiten. Viel Spaß dabei. Bis dann.